Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro. Wir spielen heute mal wieder mit einem neuen Deck, und zwar mit Übelschar. Keine Ahnung, ob davon schon die Deckvorstellung gekommen ist, könnte gut sein. Das Deck hier ist recht stark, hat ein großes Kontrollelement, und wir spielen, glaube ich, jetzt zum ersten Mal mit der neuen Banliste, und zwar gegen Cleavor. Okay, Cleavor wurde hart gefistet von der Banliste, wer das nicht weiß. Kundschaft ist auf 2 und Kleeopfer ist auf 1, Skill Drain auf 1, Vanity's Emptiness auf 1, also, ihr merkt schon, die haben ein kleines Problem. Aber natürlich ist es definitiv noch sehr, sehr stark und stärker als Übelschar. Dennoch haben wir, denke ich, eine höhere Siegeschance jetzt, nach dieser Bandlist. Primär Zerstörung ist wieder da, mit einer neuen Errata. Ich bin gespannt, inwiefern er dieses Duell beeinflussen wird, denn ich habe ihn bisher nicht oft genutzt. Seitdem er da ist, weil er halt auf 1 ist, man nicht immer zieht. Ja, aber erstens, Übelschar ist ein recht starkes Kontrollthema, das Karten wie den guten Orphion benutzt, damit der Gegner keine hochstufigen Monster holen kann. Ja, und sich dann selbst ziemlich gut schützt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier recht gute Kontrolle reinzubekommen in den Gegner. Das ist schon recht stark und macht auch großen Spaß. Gibt stärkere Decks, aber ja, ich mag das. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Orphion nicht direkt zerstört wird. Sehr schön. Castor in den Friedhof und holen uns die Karte Befallinfektion. Die ist ziemlich nice, denn damit können wir offene Ilschar-Monster, die wir derzeit kontrollieren, in diesem Spielzug von Zauber- und Fallenkarten umrühren lassen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch keine Angst zu haben vor seiner Mirror Force oder seinem Deep Prison. Oder seinem Zwangs-Eva. Das ist nicht genug. Ah, nee, Moment, das ist doch genug. Scheiße. Das ist genug. Denn seine Effekte werden annulliert, dadurch steigt sein ATK auf 3200. Verdammt. Okay, dann haben wir ein kleines Problem. Die Kette. Der Ring. Die Infektion und der gegnerische Zug. Hoffen wir mal, dass wir überleben. Der Ring der Zerstörung hat ja auch komplett neue Effekte quasi. Man kann jetzt zum Beispiel nur noch im gegnerischen Spielzug die Karte zerstören. Man kann die Gegner damit nur noch töten, wenn es halt genau auf 0 sinkt, die ATK, die Lebenspunkte. Und noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas geändert wurde. Der greift mich an. Lass ich sogar zu. Wir machen erstmal so. Fügen unserem Gegner 2800 Schaden zu. Uns aber zuerst. Genau, das ist auch noch der Punkt. Man kann damit keinen Unentschieden mehr provozieren, wenn man zuerst den Schaden kriegt. Das heißt, wenn man zuerst stirbt durch den Schaden, hat man gelitten. Dann hat man verloren. Oh, ich könnte 3 Monster holen. Aber lol, okay, ich spiele hier nicht. Ja, okay, ich habe ihn rausgemacht. Gut, weil der Platz zu wenig war. Es gibt noch dieses Übelschar-Monster, wofür man 3 Monster braucht. Habe ich aber nur sehr selten die Möglichkeit gehabt, es zu beschwören. Deswegen ist es rausgeflogen. Bereits in der Vorbereitungsphase, recht früh. Wo ich das Deck ein bisschen angetestet habe. Ich brauche vor keinerlei Backrow Angst zu haben. Die Befallpandemie liegt da, die kann er auf keinen Fall annullieren. Das heißt, egal was da liegt, es juckt mich kein Stück. Und das bedeutet, dass wir ohne Probleme noch einen weiteren Orphion rausbekommen. Auch wenn jetzt irgendwas Dummes passiert. Na, da könnte jetzt natürlich wieder ein Kelch liegen, ne? Nee, das wäre natürlich eklig. In dem Fall, falls das passiert, sorge ich vor. Fallinfektion. Und dann habe ich einen Plan B. Und liegt noch ein Kelch da? Ne, eine Kette. Okay. Er annulliert seine eigenen Effekte. Das ist genial.
Er wird dadurch auf 3200 wahrscheinlich ansteigen, oder? Ja, irgendwie so um den Dreh. Wir würden sau viel Schaden kriegen. Schaden, den ich allerdings einstecke. Ne, wir kriegen gar nicht so viel Schaden. Ich dachte, er wird nochmal geboostet. Okay, wie gesagt, ich habe einen Plan B. Denn wir können mit Befallinfektion das Monster hier gegen ein anderes tauschen. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich glaube, Karikion oder so hieß das Vieh. Ui, guck mal, die Scheibe. Naja, geh in die Battlephase und versuch mich zu töten. Kannst du gern probieren. Oh, der Buntäugige will mich OTK'en. Der wird's nicht schaffen. Battlephase betreten. Tja, dumm gelaufen. Ja, blöd, ne? Dadurch zieht er allerdings zwei Karten, was ziemlich OP ist, aber gut, da müssen wir mit klarkommen. Nehme ich mir direkt Karikion, ich warte noch kurz. Guck, was ich ziehe. Okay, noch ein Brandagora. Wir machen so. Ja, wir möchten sie direkt aktivieren. Wir wollen den tauschen gegen Karikion. Genau, Karikion. Und mit dem werden wir jetzt ohne Probleme was rausbekommen. Denn wir machen so. Aktivieren seinen Effekt. Und verbannen das. Und fügen unserer Hand das hinzu. Und weil wir das gemacht haben, bekommen wir die Chance, ein weiteres Monster zu rufen. Durch den zweiten Effekt von Karikion haben dadurch zwei Stufe 4er und können auf. Jetzt die Frage, was wir nehmen. Muss natürlich stark genug sein. Ragnar Zero wäre natürlich eine tolle Sache, ne? Aber der Punkt ist, der hat hier noch eine voll funktionstüchtige Pendel-Engine, die mich richtig hart vernichten wird. Viele Karten hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yes. Es gibt ein kräftiges Kabumm. Machen wir mal so zur Sicherheit. Zack. Und dann können wir dieser Runde keinen Schaden mehr machen, deswegen beenden wir die Runde. Ja, der XT ist natürlich auch eine schöne Sache. Die Frage ist jetzt natürlich, ob er Pendel komplett gezogen hat. Eine komplette Pendelmöglichkeit. Und die Antwort ist nein. Sehr gut. Zwei Verdeckte. Ja, scheiße, wenn ich jetzt ziehe, dann habe ich genauso viele Karten wie er und kann XT nicht nochmal aktivieren. Was sehr schade ist. Mach mal so. Weil die hier kann man verbannen, wann man möchte, und die kommt dann direkt wieder. Am Ende des Zuges. Das hier könnten einige Bluffs sein. Das wäre möglich. Recht wahrscheinlich eigentlich, ja. Sehr schön. Er sinkt auf eine recht geringe Lebenspunkteanzahl, allerdings besteht die Chance, dass er jetzt natürlich Pendel hinbekommt. Aber in seiner Battlephase kann ich eventuell auch noch XT aktivieren. Er kriegt Pendel hin. Okay, dann wird's interessant. Was hat er noch? Macht jetzt erstmal so, das ist schön und gut, aber wenn er bis zu seiner Battlephase nichts hinbekommt, um den XT wegzukriegen, hat er ein Problem. Und jetzt passiert das hier.
Kann er das aufhalten? Nein, kann er nicht. Haha, und damit GG. Ja. Deswegen. Nee, Moment. Ich wollte gerade sagen, deswegen spielt man bei Cleaver auch ein Extra-Deck, aber. Moment, was hat er gerade gehabt in seiner Pendelzone? Ernsthaft jetzt. Wow, der spielt Cleaver und dann macht er auch noch Rage Quit, nachdem er so dumm verloren hat. Okay. Hatte er gerade dieses Cleaver Tor oder wie das Ding heißt? In seiner Pendelzone, weil dann durfte er keine X-Monster beschwören. Ja, aber rein theoretisch. Also man sollte auf jeden Fall bei Cleaver ein Extra-Deck spielen. Ist nicht so, dass man es oft braucht, aber man sollte es spielen. Ich meine, es tut keinem weh, innerhalb von 2 Minuten ein Extra-Deck reinzuhauen. Das ist nicht sonderlich schwierig. Ja. Wir haben sehr schön gewonnen. Obwohl wir mit Übelschall gegen ein Meta-Deck gespielt haben. Aber der XC ist natürlich ein Bastard gegen Cleaver. Weil wenn der in der gegnerischen Battle-Phase einfach mal alles weghaut und auch noch die ganzen Panel-Sachen weghaut, da kommt Cleaver nicht mehr zurück ins Spiel. Einmal hat er es noch zurückgeschafft, um mich vielleicht zu killen, aber ja, in dem Moment, wo der zweite Board-Clear kam von XC, war es vorbei. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!